wusste nicht, dass hier was von der Uhrzeit stand. Bevor ich hier die ganze Scheiße was beim Schiff. Hilfst mir jetzt aber ganz schön viel. Stimmt, das war ja das Ursprungsteil. Das hatte ich ja komplett vergessen. Hat sich das schon immer gedreht? Vierzig, 47, 67. Nee, ich muss ja da noch drücken. Aber was bringt mir der Raum? Ich kann mir hier unten den Felsen angucken. Der geht jetzt so vorne, dass ich einen Schalter drücke. Das Wasser. Den Berg. Und diese Tafeln. Ja, aber solche Spiele, ich meine, irgendjemand muss es doch ohne Lösung geschafft haben, sonst gäbe es ja keine Lösung. Im Ding kann ich nicht drehen. Da kann ich auch nichts mit dem da agieren. Ich kann mit den Dingern nichts machen. Geht das jetzt auch ohne Schalter auf? Nee.
Wenn die beiden Zahlen jetzt auch gehen. Was 25? Wer die geht? Schon ein bisschen Angst. Hä? Hast du noch mal Schwein gehabt? 99 hat man ja unten bei den komischen Dingern. Ne, da passiert nichts. Hatten wir schon einmal irgendeinen Hinweis auf eine Uhrzeit? Weil ich denke mal, das müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Der Schalter ist oben. Wir rennen mal alles ab und gucken, dass die Schalter oben sind. Der Schalter ist oben. Sicher, dass ich dort noch eine Zahl verwenden muss? So müssten ja jetzt alle Schalter oben sein. Das ist ja alles eingezeichnet in der Karte. Warte, dort oben haben wir den Pfeil. Aber was ist denn das andere dort noch? Nee, das ist bloß eine Harpune. Aber wo geht die hin? Oder nee, was ist denn das? Macht es immer, wenn ich irgendwo stehen bleibe. Ich wollte mal rausfinden, bei welchen Uhrzeiten das das macht, aber es scheint immer dann zu sein, wenn ich stehen bleibe. Aber was sehr merkwürdig ist, der ist im Gegensatz zu dem, wo aber der große Zeiger so ziemlich ungefähr übereinstimmt. Trotzdem brauchen wir nur eine Uhrzeit. Durchaus sein, dass wir hier das Rätsel lösen müssen und dann die Zahl, die dort entsteht, dort unten eintragen müssen. Das kann natürlich noch sein. Aber erstmal müssen wir die Uhr halt wieder hinkriegen.
das scheiß Teil hier wieder mitgeht. Oder habe ich mir das erst bloß eingebildet, dass beide Zeiger hochgegangen sind? Aber ich hätte gedacht, dann wäre irgendwas durchgepfiffen bei irgendeiner Sache. Was ist das? Oh. Hi Sabaton, moin moin. Du kommst richtig zur ultimativen Rätselstunde. Es braucht immer zwei. Zwei benachbart oder zwei? Nee, allgemein zwei. Es geht auch. Aber dann springt immer nur die Seite an. Ich schätze mal, hier drüben muss trotzdem auch irgendwas passieren. Also wir haben die Zahlen 10, 7, 8, 16, 5. 1, 2, 22, 19 und 9. Also da irgendwie eine Verbindung zu sehen, dass man sagen müsste, was weiß ich, hier auf der Seite eins mit dem, halt, dass man immer so sagt, hier immer zwei Paar zusammen anmachen. Der hier funktioniert nicht. Nee, warte mal. Sechs Stück funktionieren. Ab dem siebten bleibt es schwarz. Nee, sieben Stück an. Was will uns der Künstler damit sagen? Mal gehen sechs Stück an, mal gehen sieben Stück an.